Yo Leute und herzlich willkommen auf dem Players Hub Channel. Ich bin euer Silphi und wir sind in einem was für einer scheiß Meta, ey. Schon wenn ich das sehe, Brand Zyra Botlane und es wird nicht als Troll angesehen. Es ist legit Brand Zyra Botlane zu spielen und ich habe einfach Jhin Malzahar unten. Und ich bin auch in dem scheiß Matchup. Einer meinte in den Kommentaren, ich glaube, das war es heute. Habe ich einem noch geantwortet. Ja, Silphi. Welches Game war das? Ich glaube, das war das letzte Quinn-Game, was ich hochgeladen habe. Das ist das erste Gameplay, wo ich sehe, dass du verlierst. Ich habe ein paar mehr hochgeladen, wo ich ja auch mal aufs Maul bekomme. Und das hier könnte jetzt wahrscheinlich sogar wieder eins davon sein. Ich hasse diese Meta. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und das Lustige ist, ich habe mir die PB-Patch-Notes angesehen. Das Ganze wird sich im nächsten Patch nicht ändern. Zumindest jetzt, wie es so weit gerade ist. Okay, das war random. Keiner hat einen Stun. Vielleicht skillt Elise noch nebenbei. Ey, was ist denn hier? Never mind. Die können wir nicht töten. Ist ja auch nicht worth it, wenn wir dafür committen. Okay, ich krieg jetzt ein kleines Problem. Meine Wave steht scheiße. Ich werde nicht Push-Priority haben, wahrscheinlich. Nee, ich komme eh viel zu spät an. Verdammt. Jax gegen Rengar ist halt für mich seit Ewigkeiten so ein Matchup, wo ich no chance habe. Ah, whatever. Haben wir den Shit bekommen? Jo, wir haben den Shit bekommen. Oh, nice. Oh, baby. Oh, baby. Never mind, bro. Just a prank. Wisst ihr auch, als ich gesagt habe, ich kann ihm nicht leashen. Jetzt kann ich ihm durchleashen. What the fuck is going on? Holy shit, die sind jetzt so behind eigentlich. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde diese Wave ein bisschen slow pushen lassen. Und danach werde ich selbst basen, sodass ich keinen Teleport benutzen muss. Ups, lautes Motorrad. Hoffentlich nicht zu laut für euch. Ey, bei meinem Glück kommt gleich Nocturne der Lelek eh wieder zu mir und fickt mein Leben. Nice, wir kriegen ein bisschen Chip-Damage auf ihn drauf. Ich habe meine W halt nur benutzt, um ihn nebenbei noch mal ein bisschen zu damagen. Okay, ich könnte basen, ich müsste es aber nicht. Ich bin hier. Nee, ich base noch nicht. Ich base noch nicht, Leute. Da lasse ich mir noch etwas Zeit. Er wird aber jetzt auch wahrscheinlich denken, dass ich base gegangen bin. So, er hat ja keine Potions. Nice. Ein kleiner Chunk an Damage. Da fliegt er ganz viel CS. Ist das lecker. Baby, ist das lecker. Kollege, mach das nur. Komm her, Junge. Komm her, Junge, Alter. Jetzt ist er fett am Arsch, weil er jetzt diese Wave auch noch verliert. Ich weiß gerade nicht, ich weiß, Elise ist gestorben, ich weiß aber nicht wo. Das heißt, ich weiß auch nicht, wo Nocturne ist. So, 18er CS Lead, 2 Levels ahead, Teleport Lead. Zucker.
So, datieren wir das, das. Noch eine Pink Ward, das weg und einen Green Pot. Oh, meine Annie kriegt auch Small. Das ist halt Predator Annie. Die ist sehr schwach auf der Lane. Weil ihr Key, sie hat ja keinen Keystone für die Lane quasi. Besonders nicht mit Dingens, wenn sie noch nicht mal in der Base war, um sich, wer ist der Scheiß zu kaufen. Aber den Scheiß mache ich ihm. Können wir hier super easy machen mit Rengar. Gerade wenn wir Tiamat haben. Weil Fleet Footwork halt uns hoch. Und mein Route-Setup halt mich ebenfalls hoch. Die Wave pusht eh in meine Richtung. Oh, den krieg ich nicht. Schade. Oh, nice. Ich dachte gerade, ich verscheiße ein kleines bisschen. Okay, lass mal nachgucken, ob ich diese Wave hier schnell genug reinbekomme. Das wäre jetzt nämlich super nice. Weil dann kann ich direkt roamen. Boys. Muss er runtergehen. Das heißt, er geht näher ran, an Annie ran. Okay, das ist behindert. Jetzt habe ich hier. Oh, nice. Entweder. Kostet mich mein Teleport. Was ist in Ordnung? So, warte mal. Ich hole mir nochmal einen zweiten mit. Just in case. Just in case. Ich mag es nochmal hier, diesen extra Leistung zusammen. Es synergiert halt gut nochmal mit dem Revive Leistung zusammen. Und man geht mit generell dem Leistung, den ich hier in dem Kit drin habe. Scheiße, ich hab auch noch gecancelt. Hätte ich die nicht gecancelt, hätte ich mein Fleet geprockt. Ja, da kommt er nicht ran. Da kommt er nicht ran. Aber es ist okay. Es ist nice, dass Annie mir helfen möchte. Oh shit. Ey, yo, warte, warum sehe ich das? Wait, what the fuck? Bin ich behindert? Ist das irgendein Bug? Oh Mist, ich hätte ihn bullern sollen, verdammt. Ich dachte, ich kriege ihn schnell genug gekommen, bevor er darauf reagieren kann. Hat er Teleport? Ich hoffe nicht. Jetzt mal noch ein bisschen so viel Damage wie möglich auf seinen Tau drauf bekommen. Ah! Herr Commodore Nocturne! Verpissen Sie sich von meiner Linie! Nice, das war nice von Annie. Die dachten wahrscheinlich, dass ich Base gegangen bin. Job, Annie. Jo, was soll das? Ich habe auch auf meinem Main heute noch ein Rengar-Game gemacht. Das war eigentlich auch ganz nice. Vielleicht sollte ich aufhören, Quinn zu spielen. Den Tower sollte ich hier eigentlich bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob Nocturne noch hier ist. Falls nicht, ist das mein Tower. Wenn ich Pech habe, höre ich gleich eine Runde Darkness. Hello, Darkness, my old friend. Ah, ne, man, erst unten. Ne. Dun, 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 dun. Ey, yo, Jax ist nicht mal da. What? Dann drücke ich noch einen rein. Sollte das passen? Oder muss ich? Ja, doch, okay, nice. Ist gut, dass ich noch geblieben bin. Sonst hätte sich die Wave hier ein bisschen gestackt. Ich könnte es dem. Jaxi ein bisschen CSD, nein. Ich gebe aber jetzt weg.
Wir brauchen Tabi, meine Freunde. Wir brauchen der Tabi. Geh ich runter? Doch, ich geh runter. Warte mal, on my way. On my way. Flashes. Welches Level sind die denn? Die sind 2 Level unter mir. Oh, das ist lecker. Das ist echt gut. No R for sure. Okay, das höre ich auch schon mal gerne. Die Frage ist, schaffen wir die zu zweit? Nice. Einer weniger. Ich bin auch weniger. Heal, heal, heal. Scheiße, er kann heal. Ah, vielleicht kriegen sie... Nice, den kriegen sie auch noch. Lol. Egal, Tibos tankt das. Tibos! Tibos! Oh, schönes Repel. Doch, okay, nice. Nice, 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 nice. Das habe ich gern. Das habe ich doch gern. Ich, wenn er jetzt auch noch fein ist, ist alles gut. Ich werde oben dafür viele Minions verlieren. Aber ich habe die Map dafür ein bisschen geöffnet. Ist in Ordnung, Leute. Das haben wir echt gut gemacht. Könnte mich das vielleicht meinen Tower kosten? Er wird gut Damage drauf bekommen, das auf jeden Fall. Er wird auf jeden Fall gut Damage drauf bekommen. Wir müssen nur gucken, dass diesen Lead weiter in Ons bauen. Ja, der meinte, er hat auch gar keinen Schienen. Er hat fast gar nichts. Holy shit. Ah, er hat sich straight up Tabis geholt. Okay, kein Wunder, dass er fast gar keinen Damage hat. Ich will ja mal eh nicht unbedingt fighten, von da sind seine Tabis mehr oder weniger gewastet. Weil mein Team hat sehr viel Magic Damage, was ihm ein bisschen mehr zum Problem sein sollte als ich. Ne, wir haben hier Magic Damage, nochmal Magic Damage. Wir haben. Will er das freezen? Lass es mal schnell reindrücken. Freeze wäre sehr unangenehm für mich. Na, das kriegen sie. Zack! Oh, ne Mann, er ist tot. Ne Mann, er lebt. Ein HP, lol! Legit ein HP. Sollte ich mich hintipien? Nein, sollte ich nicht. Nocturne Move nach unten. Ich werde mir die Aufnahme nochmal angucken. Ich will wissen, ob ich jetzt echt noch Vision hatte. Ob ich das hier pushen kann und sollte? Ich glaube, jemand ist hier. Es würde mich halt nicht wundern, wenn Nocturne hier ist. Weil der hat hier eben noch um die Mitte rumgedümpelt. Jax scaled sich eben einen ab. Aber dass er nicht bemerkt, dass ich nicht gegen ihn fighten möchte. Da ist er. Mal gucken. Wenn er seinen Recall cancelt, gehe ich auch weg. Gesehen, oder? Ja, und Zed kommt auch nicht zu mir. Kommt sie vielleicht noch her? Ne. Okay, dann gehen wir auch nochmal weg. Ich habe das Cleaver fertig. Jetzt bin ich gut dabei. Jetzt bin ich... Ne, Mann. Ich sehe leider nichts. Ich gehe trotzdem hin. Oh, ne, Mann. Ich hätte nicht gar nicht hingehen sollen. Ich kann nichts machen gegen mich, selbst wenn er mich catcht. Ich mache einfach zweimal wie und laufe wieder raus. Get Herald? Question mark. Ich brauche den eigentlich, um das Spiel zu beschleunigen.
Holy shit. Da habe ich mich aber fast eingeschissen. Aber das ist nice, das kann ich unten weiter pushen. Es sind zwei tot. Es könnte welche zu mir kommen. Wir riskieren es einfach mal. Ich kann sie ja grüßen, als erstmal ignorieren, wie es aussieht. Ja, mach du nur Kollege. Nice. Hier noch wegkomme. Er kann nur Schuriken auf mich werfen. Nein, ich war zu langsam. Scheiße. Ah, oh, das hätte close sein können. Ich hätte jetzt die Bola reinwerfen sollen. Ich habe halt immer noch meinen Black Cleaver. Ich hätte ihn auf... Egal, Leute. Passiert. Shit happens. Happens to the best. Mal gucken, was haben die Gegner für Damage? Physical, 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 magic, magic. Ich könnte mir das neue Sterax kaufen. Das ist actually nicht bad auf Rengar. Das neue Sterax ist actually nice auf ihm. Weil es gibt mir jetzt Dingens. Anstatt Bonus. Anstatt Base AD kriege ich jetzt Bonus. Was halt super sexy ist. Das ist halt echt super sexy. Weil die... Von der Base AD profitiere ich eh nicht. Weil entweder hat ein Champion Total AD Scaling oder Base AD Scaling. Und wenn er Total AD Scaling hat, bekommt er so oder so die Bonus AD mit drauf. Und wenn ich halt Bonus AD Scaling habe, kriege ich halt... Naja, genau das, was ich halt auch so bekommen würde. Wisst ihr, wie ich meine? So, jetzt aber, es gibt mir Bonus AD. Das bedeutet, dass eigentlich nur Trinity Force davon so ein bisschen aufs Maul bekommen hat. Leute, ich hab vergessen, er kann zurückjumpen. Lol. Was mache ich da? Lol. Okay, nice. Ich gehe mit meiner Sustain. Meiner Sustain geht mit mir. Der Z ist hier. Ich trinke kein Bier vor vier. Rabimmel, rabammel, bum, bum, bum. Lol, wie er mich haben wollte. Der dreckige Bastard. Komm her, Bro. Ey, warte, ich brauche meine Cooldowns. Ich gehe mit meiner Laterne. Das passt. Ich habe mich wenigstens abgelenkt. Das ist okay. Wetten, er kommt jetzt nochmal her, weil er mich irgendwo gesehen hat. Das wäre jetzt lustig. Aber es ist nice. Ich habe hier unten die Gegner relativ. Ich habe da relativ viel weggenommen. Zum Beispiel die Z-Ulti. Sie haben noch Damage vom Tower ein bisschen bekommen. Und Z hat mich auch noch gechased. Gehe ich zum Teamen? Ne, ich glaube, da ist es eh schon zu spät, egal was ich mache. Da gehe ich lieber hier hin und nehme mir den Safe Approach. Aber die scheinen auch gerade sehr gut klar zu kommen. So, das ist halt die Sache. Entweder verkacken die es und ich gehe hin und verkacke halt auch, weil die bereits verkackt haben. Und krieg dann halt, wir kriegen dann halt gar nichts raus, weil ich diesen Tower nicht mal bekommen habe. Oder ich gehe nicht hin, die gewinnen und ich gewinne da oben auch, weil ich halt den Tower mitnehme. Wo sind denn? So, oder halt wir gewinnen auf beiden Seiten. So, dann ist halt komplett Win-Win. Dann nochmal auf in die Base. Ja, ganz viel Gold. Ich kann mir mein Sterax kaufen.
Super gutes Item. Super, super gutes Item jetzt. Moment mal, ich frag mich gerade. Ich krieg 52 Bonus-Elite drauf, ne? 25, hier ist 15 drauf. Ah, okay. Okay. Es wird ja auch noch mal ein bisschen übers Game reinscalen. Es wird auch noch mal ein bisschen übers Game reinscalen. Weil ich habe ja noch 4 Level vor mir. Jetzt ruhe ich mir. Ich will mir Visage holen, to be honest. So, ich bin nicht der Meinung, die haben genug Damage, um mir gefährlich zu werden. Ich habe ja schon mal Tabi, was sehr viel ausmacht. Da ist der Cooldown Action drauf und nochmal die erhöhte Heilung. Und die erhöhte Heilung synergiert einfach sehr gut mit diesem Kit. Weil mein Triumph heilt mich, Fleet Footwork heilt mich, Bloodline heilt mich, Revitalize erhöht die Heilung. Was auch nochmal in die Visage quasi mit reingeht. Oh, The Brand. Ey, wow, 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 killt jetzt keiner den Brand oder was? Yo, what? Ich wollte schon sagen, ich habe eben eine Absicht am Leben gelassen. So, ich dachte mir, komm, den lässt am Leben, der ist oder so schon tot und Commit ist dann halt voll auf Zen. Nope. Ich hab grad so ein Ohrwurm. Leute, mein fucking Licht ist aus. Ich frag mich gerade echt, ob ich überhaupt Titanic haben möchte. Ob ich nicht vielleicht eine. Doch, ich brauch Titanic. Synergiert ja einfach in dieser Item-Kombination sehr gut. So, ich habe ein bisschen kurz über Lifestyle Hydra nachgedacht, ob ich mich die Ravenous hole. Würde theoretisch Sinn machen, aber ich habe erstens sehr viel Leben, was ja so schon mal ganz nice ist. Aber wenn ich noch mehr Leben habe, kriege ich mehr Heilung aus Triumph raus, was schon mal ganz gut ist, ne? Wir kriegen da mehr Heilung raus. Und das ganze Leben wird in Damage nochmal umgewandelt, weil ich ja einfach die Titanic habe. Und das Leben geht ebenfalls nochmal ins Styrax rein, was mir ein größeres Shield gibt, was sich einfach overall viel besser anhört. Sie geht auch sehr burstlastig. Von daher kann ich das auch nochmal brauchen. Das pusht eh ein. Ey, yo, Boys. Boys, wäre es nicht schlauer gewesen, darauf zu warten, bis ich in Position bin? Hätten ja darauf gewartet, dass ich in Position. Oh, und noch. Ne, ich geh nicht für die Dinge vor, das wäre echt sehr greedy. So, es hätte halt den Vorteil gehabt, dass selbst wenn die sterben, wir halt nochmal Objectives bekommen. Komm ich weg? I guess not. Nein, ich bin tot. Was okay, sein Flash ist raus. Wow, nice Elise. Da können wir klatschen. Ich habe auch scheiße viel getankt. Ich habe da echt extremst viel getankt. So, dann bauen wir jetzt mal darauf. Ich werde auf jeden Fall mit Dingen zu enden. Ich denke über GA nach. GA sollte ein gutes Item hier zum Enden sein, weil da kann ich echt sehr hart reindiven. Da ist ebenfalls noch mal etwas AD drauf. Da habe ich eine bessere Alternative. Ranunzius Müll. Ich könnte vielleicht sogar auch Hourglass gehen, wenn ich möchte. Hourglass ist hier ganz okay. Doch, ich werde sogar Hourglass gehen. Da ist die extra 10% Cooldown Action drauf. So wie nochmal der Hourglass-Effekt an sich. So, GA, schön und gut. Gutes Item, keine Frage. Aber ich sehe hier mehr Möglichkeiten, mit dem Hourglass zu arbeiten. Gerade wenn eine Z-Ulti auf mir drauf ist oder falls die Brand-Ulti mich zum Explodieren bringt. Solche Sachen, weil ich arbeite ja auch sehr viel mit meiner W zusammen. Go and this game. Da kann ich mit der AP ebenfalls was anfangen. Soll?
Holy shit. Digga, was, Mann? Was ein kranker Heal. Ey, der Heal war ja echt, weil übelst krank. Holy shit. Sehr viel. Das ist insane. Ist er tot? Okay. Ist er auch tot? Er kann einfach enden, oder? Endet er? Ich will gar nicht wissen, wie viel ich mich da nochmal hochgeheilt habe. Hey, hol den Tower, hol den Tower, hol den Tower, Bro. Oder? Hat Malsa Ulti? Ich sehe das leider nicht. Das ist gerade sehr buggy. Nice. Ah, schade. Kein Tower. Hm. Da kommt er doch noch ein. Nee, kriegen wir nicht. Kriegen wir nicht. Ey, yo, Zed, gifte mir die Tower. Gifte mir die Tower. Zed! Zed, ja, warum machst du die? Leute, Frage an euch. Welches Lied gibt euch ein Over? Gehen wir doch mal weg. Was habe ich Titanic für dich? Das ist es, was ich meine. Ich bin dann in so einer Situation drinne, jump rein, werde gecatcht, was weiß ich auch, und danach poppe ich erstmal Hourglass. Weil in der Zeit kommen auch meine Coolness wieder. Ich bin für, wie lange ist man in Stase? 1,5 oder war es 2,5? 2,5. So, meine W hat 7 Sekunden Cooldown. Meine E hat auch 7. Meine Q 2,8. Ich gehe nicht instant in den Effekt rein. Okay. Okay, das sollten wir eigentlich gewinnen. So viel, wie ich da weggetankt habe. Ey, Team, können wir nicht inten. Elise, PogChamp. Eine E, eine Q. Ein... Oh, Smite geht auch. Digga, wow, diese Heilungen. Ich hätte mir echt nicht Titanic kaufen sollen. Ich bin ja eigentlich der Hauptinitiator. Hätte ich ein bisschen tankiger gehen sollen. Aber drauf geschissen, Leute. Komplett drauf geschissen. Das war cool. Aber ja, Leute, dann wieder rein in Gameplay für euch. Gab's lange nicht mehr. Ich bin dann auch erstmal weg. Tschüss, tschüss. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal.